Ja, mein Name ist Helmut Schellnig, bin mittlerweile über 60 Jahre alt und betreibe eigentlich jetzt seit 10 Jahren aktiv, sage ich einmal, Wüstenmarathons. Das ist jetzt in Namibia im Mai dann mein vierter Wüstenmarathon. Begonnen hat die ganze Geschichte mit zu meinem 50. Geburtstag, habe ich mir den gewünscht zum Geburtstag, einen Wüstenmarathon. Und dann war es eigentlich der absolute Viruswüste, der mich da sozusagen unheilbar infiziert hat. Ja, für mich ein Riesenerfolg war natürlich ein 9. Platz beim Kalahari auch Rabies Marathon in Südafrika, der für mich emotional auch eine Riesenkiste war. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, über die Königsetappe in Chile, in die Atacama-Wüste, die höchste und heißeste Wüste der Welt, den 30. Platz bei 200 Startern, über 85 Kilometer Distanz. Und man darf nicht vergessen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also mein emotionalstes Erlebnis, und das war für mich die absolute Sonderklasse, was Kopfkino betrifft, das war, ich bin am 13. Oktober 2008, das war genau der Tag, wo in der Kalahari die 85 Kilometer Etappe am Programm stand, und genau das war der Todestag meines Bruders, der leider verunglückt ist und der mich eigentlich zum Laufsport gebracht hat. Und ich muss sagen, an dem Tag bin ich eigentlich mit ihm gemeinsam die Etappe gelaufen, diese 85. Und es war eine riesige emotionale Kiste für mich. Es war der absolute Wahnsinn. Ich bin dort eigentlich, man kann sagen, durch die Wüste geflogen an dem Tag. Ja, mein Brotberuf ist eigentlich Kabarettist und Schauspieler. Und da genieße ich natürlich schon auch sehr, dass ich hier relativ viel Zeit habe zum Trainieren. Und das ist das Wunderbare an den freischaffenden Künstlern, sage ich mal. Man kann dann solche Abenteuer so richtig ausleben. So, und wir sehen uns dann wieder nach Namibia. Tschüss!